furchtbar hässliches Wetter außen, das erste Ekelwochenende. Was macht man so ein Wochenende? Man bastelt. Ich möchte euch heute mitnehmen zum Mauerbau. Wir errichten eine Boxenmauer mit Fangzaun und ich möchte euch zeigen, wie ich das gebaut habe auf meiner Bahn. Vielleicht habt ihr das Video schon gesehen, wo ich meine Bahn vorstelle. Da seht ihr immer wieder ein Stück Boxenmauer und oben ist ein Fangzaun drauf. Als erstes braucht ihr eine Hartschaumplatte oder Styrodur. Styrodur ist ja der Markenname. Gibt es in jedem Baumarkt in verschiedensten Stärken und auch in verschiedensten Farben. Die Farbe spielt für uns jetzt aber gar keine Rolle, weil wir die Mauer ja später noch farblich gestalten wollen. Schaut einfach mal im Schuttcontainer bei Baustellen und fragt dann, ob ihr die Reste mitnehmen könnt. So kommt man kostenlos an diese Sachen und kann dann aus diesem Müll noch wirklich was Sinnvolles bauen für uns auf der Autorennbahn. Da liegen oft richtig viel Abfälle eben im Container, die man sich dann mitnehmen kann. Die Maße sind dann erstmal egal, wir können dieses Material leicht schneiden. Jetzt kommt es darauf an, wie oft ihr natürlich mit diesem Material basteln wollt. Ich baue ja aus diesem Material jetzt nicht nur Boxenmauern, sondern ich habe auch ganze Gebäude draus gebaut. Und dann hat sich rentiert, zum Beispiel von Proxon, diesen sogenannten Thermocut oder Heißdrahtschneidegerät zu kaufen. Dieses Gerät habe ich jetzt nicht im Shop, die Styrodurplatten auch nicht, aber ich verlinke euch die unterhalb vom Video in der Beschreibung, die Materialien. Der Proxon Thermocut funktioniert so, dass ich hier einen Draht habe, der ist oben auf einer Spule, weil der reißt ab und zu, dann kann man direkt nachfädeln. Der ist unten fixiert und dieser Draht wird heiß, wenn ich das Gerät anschalte. Und die Hitze oder der heiße Draht, der schmilzt mir dann einfach dieses Styrodur durch und ich kann das hier wunderbar schneiden. Beim Schneiden entstehen Dämpfe, also für Belüftung dann sorgen, wenn ihr das macht, aber es entsteht kein Lärm, es ist eine lautlose Bastelarbeit. Wir haben dann hier auf dieser Platte eine Skala für verschiedene Winkel- und Zentimetereinheiten und wir haben hier einen verschiebbaren Anschlag. Ich baue jetzt erstmal eine Boxenmauer, die ist 4 cm hoch, also ich bewege mich jetzt nicht unbedingt maßstäblich, ich habe mich einfach ausgerichtet an meiner Figur. Wenn ich da 4 cm nehme, dann kann die Figur schön ihr Schild noch drüber halten und der Fahrer auf der Autorennbahn sieht dann seine Position. Somit gehe ich jetzt einfach mal von 4 cm. Ihr könnt natürlich auch mehr oder weniger dann bauen. Das Gerät hat verschiedene Hitzestufen. Ich habe eine Skala auf meinem Gerät drauf. Da ist angegeben, für welche Stufe ich für welche Materialdicke einstellen soll. Für meine Materialstärke stelle ich die Stufe des Geräts auf 4, gehe mit dem Styrodur hier auf den Anschlag und führe dann das Material gleichmäßig an dem Schneidedraht vorbei. Je nachdem, von welchem Hersteller ihr die Styrodurplatten oder Hartschaumplatten bekommt, kann es sein, dass die an der Oberfläche eine Struktur haben, eine raue. In meinem Fall habe ich so eine Art Wabenstruktur drauf. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die wegzubekommen. Einmal, ich setze wieder mein Gerät ein. Da kann ich sehr fein ja schneiden. Ihr seht hier, das ist nicht mal 1 mm stark. Das habe ich abgeschnitten und habe dann eine glatte Struktur. Wenn ihr das Gerät nicht habt, kann man das Ganze natürlich auch feilen oder schleifen, besser gesagt, dass ihr eine schöne Struktur habt. Das Ganze ist jetzt sehr glatt, so wollen wir es auch nicht haben. Da muss wieder Struktur drauf, aber eben eine andere als diese Wabenstruktur. Ich habe jetzt verschiedene Blöcke mir zurechtgeschnitten in verschiedenen Längen. Wie gesagt, da gibt's ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Man kann auch die Winkel dann schneiden, damit sich die zusammensetzen kann, sauber. Aber wenn ich die Betonblöcke hier am Nordesring mir anschaue, sind es lauter Einzelteile, die dann eben so zusammengesetzt werden. Und so in die Richtung bauen wir jetzt nach. Was wir auch machen können ist, wenn wir jetzt nicht so rechteckige Blöcke haben wollen, sondern leicht schräg die Blöcke machen wollen, dann kann ich diesen Draht auch versetzen. Ich kann hier oben die ganze Spule verschieben und den Draht schräg stellen. Und wenn ich dann nochmal mit meinem Block hier durchgehe, kriege ich so eine abfallende Oberfläche. Am Nordesring habe ich dann auch so L-förmige Betonmauern, die hier elementweise rumstehen. Das heißt, wir konnten jetzt die beiden erstmal verkleben und dann vorne den Winkel hier noch drauf schneiden, dass es dann möglichst vorbildgetreu ist. Soweit wollen wir jetzt aber nicht gehen. Ich möchte einfach mal dieses Stück Mauer mit euch zusammen fertig bauen und alles weitere könnt ihr dann bei euren Mauern selbst ausprobieren. Für die nächsten Bauschritte brauchen wir unser Stück Mauer. Schaschlikstäbchen, eventuell einen Winkel, um die Stäbe dann rechtwinklig hier in die Mauer reinzustecken. Natürlich könnt ihr auch vorbohren, dann ist das Ganze noch einfacher. Und wir brauchen eine
Alufolie, die habe ich zu einer Kugel zusammengeformt. Das ist ein Trick jetzt, den ich mir bei den Tabletop-Spielern bzw. Bastlern abgeschaut habe. Mit dieser Kugel aus Alufolie kann ich jetzt in meine Mauer schöne Struktur reinbringen. Das Ganze funktioniert so, dass man einfach mit der Alufolie über dieses Hartschaummaterial drüber rollt und bekommt dann Struktur in das Ganze. Und später bei der Lackierung kann man mit der Technik, mit den Washes, schöne Struktur und Tiefenwirkung in die Mauer reinbringen. Das zeige ich euch dann im nächsten Schritt. Jetzt machen wir erstmal die Struktur. Jetzt haben wir Struktur drauf, was wir jetzt noch machen können, wenn wir zum Beispiel einen Einschlag simulieren wollen, dann später farblich, der ein Stück aus dem Beton vielleicht sogar rausgebrochen hat, da kann ich entweder mit dem Skalpell mal reingehen oder ich gehe einfach mit dem Schaschlikstäbchen drüber, mache ein paar Kratzer rein in den Beton in Anführungsstrichen und farblich kann ich das später dann sehr schön hervorheben und die Tiefenwirkung weiter rausheben. Die Kanten sind jetzt im Moment noch viel zu rechtwinklig. Auch hier gehe ich jetzt extra nochmal mit der Alufolie drüber, um die Kanten runter zu bekommen. So soll das Ganze dann aussehen. Ich habe es jetzt etwas übertrieben vielleicht mit den Einschlägen hier, aber das sehen wir dann erst nach dem Lackieren, wie die Wirkung dann eigentlich ist. Vielleicht ist es auch noch viel zu wenig. Wir probieren es jetzt einfach mal so aus. Im nächsten Schritt stecken wir die Schaschlikstäbchen rein. Ich lege mir meinen rechten Winkel an und nutze einfach die Spitze der Stäbe aus und steche die hier rein. Das Ganze, wenn ihr die bis fast nach unten führt, ist sehr stabil. Ihr müsst dann nichts kleben. Ihr seht, das hält. Dann nehmen wir unser Fugenband. Da ist zu beachten, dass es oftmals so ist wie bei mir hier, dass ich eine Seite habe, die ist ordentlich und auf der anderen ist es ausgefranst. Das Fugenband ist selbstklebend und ich klebe jetzt die ausgefranste Seite nach unten. Da könnte man mit einer zusätzlichen Leiste noch was verschönern oder man könnte auch die Fransen natürlich einfach abschneiden, um dann eine bündige bzw. sauber abgeschlossene Seite auch unten zu haben. Schneiden könnt ihr das Ganze mit jeder Haushaltsschere, das ist ganz dünner Kunststoff, leicht zu schneiden. Ihr seht hier, dass ich die Enden umschlage. Auf der einen Seite habe ich jetzt mal ein kurzes Ende umgeschlagen. Hier nehmen wir ein längeres. Müsst ihr entscheiden, was euch besser gefällt. Man könnte auch komplett alles doppelt umschlagen. Dann können die Maschen kleiner werden, aber es kommt nicht immer zur optimalen Verdeckung der einzelnen Maschen. Wir sind in der Abzugshaube. Jetzt geht's los mit Airbrush. Wir werden jetzt grundieren und zwar unser ganzes Konstrukt. An dem langen Ende kann ich es schön halten und wir setzen ein den Surface Primer, die Grundierung von Vallejo, Bestellnummer 74601 und auch erhältlich im Slotblock Shop. Zum Grundieren nehme ich die Triplex mit dem Muldenkopf, der leider im Moment nicht erhältlich ist. Den benutze ich immer auch zum Grundieren, weil er halt schön zu reinigen ist. Ansonsten ist die Triplex lieferbar mit großem und kleinem Farbbecher. Wäre jetzt bei einer größeren Grundierungssache auch von Vorteil, hier einen größeren Farbbecher zu haben. Aber ich baue die jetzt nicht um, weil ich noch ein paar andere kleinere Airbrush-Arbeiten nachher noch habe. Von dem her lasse ich jetzt den Muldenkopf drauf. So sieht das Ganze jetzt aus nach dem Trocknen und Grundieren. Ihr seht jetzt, dass ich mit der Struktur vielleicht auch etwas übertrieben habe. Wird man jetzt dann sehen nach der Technik, die wir einsetzen, dem sogenannten Washing. Die Washing-Technik ist dafür gedacht, um Vertiefungen nochmal herauszuheben, damit man die einfach besser sieht. In echt würde hier auch so ein Kratzer oder eine Vertiefung dunkler erscheinen. Das müssen wir hier jetzt machen. Damit ihr jetzt besser versteht, worauf ich eigentlich raus will, habe ich die Rückseite schon mal gemacht. Hier nur im Schnelldurchgang, man kann das natürlich noch viel besser machen alles. Hier bin ich punktweise über die Oberfläche drüber gegangen und eingesetzt habe ich von Vallejo Model Wash for Gray and Dark Vehicles, Bestellnummer 76512. Da gibt es die verschiedenen Washes von Vallejo. Ich habe jetzt die einfach zur Hand und benutze die. Hier kommt es jetzt gar nicht so drauf an, 100% zu arbeiten. Ich möchte euch ja nur die Prinzipien zeigen. Da kann man dann noch viel feiner
arbeiten. Auch oben im Netz kann man noch Stahldrähte durchziehen, irgendwie mit Fäden. Da gibt es wirklich noch viele Möglichkeiten. Oder man könnte hier noch ein Türchen einbauen, um in echt diese Positionstafeln rauszuzeigen auf die Fahrtstrecke. Aber wir bleiben jetzt erstmal relativ einfach und machen auf der Seite noch unsere Washing-Technik und dann sind wir eigentlich schon fertig. Ich nehme einen Boston-Pinsel dazu und wichtig ist jetzt, diese Washes, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie wie Wasser sind, also sehr dünn und die verlaufen gleich. Wenn ich jetzt die Mauer so nehme, wie sie in echt steht, läuft mein Wash von oben nach unten und bleibt dann in den Kanten sitzen. Nehme ich so, dann läuft es mir erstmal schön in die Vertiefung rein. Mache jetzt mal zuerst, wir gehen jetzt mal hier so punktweise rein. Und ihr seht jetzt schon, an den hohen Stellen bleibt es eigentlich hell und die schwarzen Pigmente, die sondern sich ganz unten ab und bilden in den Vertiefungen dann eine schöne Optik. Hier sieht man schön, wie die Flüssigkeit in die Kratzer reinzieht und dann in der Tiefe dunkel bleibt. Das Material ist ziemlich saugfähig jetzt durch die Struktur, die wir mit der Alufolie erreicht haben. Wenn man Kunststoff mit der Technik behandelt, dann ist es eigentlich einfacher, weil dann läuft das Ganze besser. Durch meine raue Struktur, ihr seht jetzt hier, dass dieses Wash eigentlich gar nicht richtig laufen kann. Das wird blockiert, weil meine Oberfläche sehr rau ist. Deswegen tupfe ich hier eigentlich mehr oder weniger drauf. Aber ihr seht den Effekt schon, der kommt. Und nach dem Trocknen sind die hohen Stellen noch etwas heller dann, ist jetzt noch nass. Und die dunklen, die bleiben so. Und dann haben wir auch schön unsere Kratzerstruktur abgebildet. Nach dem Trocknen sieht es jetzt so aus, es ist hier heller geworden nochmal und wir müssen jetzt entscheiden, reicht uns das Ganze so, sind wir zufrieden oder wollen wir noch tiefer die Kratzer darstellen und nochmal mit der Wash speziell über die Kratzer drüber gehen. Das wäre natürlich auch jetzt noch eine Option. Wenn man sich die Mauern oder Leitplanken an der Rennstrecke anschaut, sieht man oft Farbstreifen von irgendwelchen Berührungen mit einem Rennwagen. Das könnten wir auch noch machen, indem wir einfach so schön leuchtende Farben, grün, gelb, einfach so an den Kanten hier noch aufbringen. Das mache ich jetzt gleich noch und dann schauen wir uns am Schluss nochmal das Endergebnis an. Dann nehmen wir Gulfblau, unsere Lieblingsfarbe, und schauen mal, wo hätte jemand einschlagen können. Von der Höhe her, eigentlich egal, könnte ja im Flug gewesen sein. Im Prinzip kann er auch hier oben angestoßen sein mit seinem Rennauto. Ich nehme jetzt einfach mal die Kante hier und mache einfach einen blauen Farbstrich rein. Da am besten in eine Richtung gehen, um eine Fahrtrichtung zu haben. Das heißt, das Auto schlägt erst ein, volle Farbe, rutscht dann entlang, die Farbe wird weniger. Wäre jetzt für Fahrtrichtung in diese Richtung, also nach rechts, setze ich den Pinsel erstmal hier vorne an und gehe dann rüber, dass die Farbe weniger wird. Das sind so Kleinigkeiten noch, die halt dann auch nochmal einen Effekt haben in Richtung Realitätstreue. Noch eine Verfeinerungsmöglichkeit ist, Moos anzudeuten. Da nehmen wir einfach grün und gehen kurz an Stellen hin, wo Moos erscheinen könnte in echt. Im oberen Bereich kann man jetzt verschiedene Sachen machen. Entweder kann ich die Stäbe noch kürzen, ich könnte ein Dach aufbauen, ich könnte das Türchen einbauen, noch eine Querleiste, wie ihr wollt, ihr seid völlig frei. Dieses Video sollte nur eine Anregung sein für den Bau einer Boxenmauer. Es geht natürlich immer noch besser, aber ich denke, für die ersten Versuche reicht es auf jeden Fall aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Bis bald, euer Roland von slotblog.de.